Stichwort Add-on. So, und zwar haben wir uns das hier überlegt für die Brandy. Feldwegspoiler. Feldwegspoiler, genau. Ja, also der Gedanke Feldwegspoiler ist ja, glaube ich, jedem klar, ne? Aber vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, Feldweg fahre ich sowieso nicht. Und dann haben wir hier das passende Teil. Und das gibt es nicht nur hier für den Octavia, sondern auch für viele andere Fahrzeuge. Es kommt auch langsam peu à peu ein anderer Stuff noch dazu. Der Hintergrund ist das modulare System. Also, ihr habt euch die Spoilerlippe gekauft, ihr sagt euch, wow, ist cool, schaut alles geil aus, nächste Saison, ich will irgendwie mein Fahrzeug verändern. Und da gibt es ja die Möglichkeit, klar, wenn man schon alles irgendwo abgedeckt hat, entweder man reißt die Spoilerlippe runter und macht dann irgendeine andere noch dran oder so, oder in dem Fall dran lassen und einfach upgraden. So schaut im Endeffekt der Spaß aus, lässt sich dann in dem Fall hier verkleben, vernieten. Im Übrigen, Octavia RS Gutachten ist um das Verkleben mit dem 3M Klebeband erweitert worden. Und es sind auch viele andere Bauteile, wo man hier mit dem 3M Klebeband arbeiten können. So, und das wäre dann mit dem Add-on-Teil genauso. Also es kommt der 3M Kleber drauf und wir pappen das und ihr seht, das rutscht relativ gut hier rein. Und wir pappen das im Endeffekt hier drunter. Und in dem Fall haben wir unser lackierfähiges Material genommen. Vielleicht magst du mal drüber gehen. Bei dem lackierfähigen Material haben wir den Vorteil, es ist ein reines ABS. Also es ist keine PMMA-Schicht drauf, ein reines ABS. Und es hat keine Struktur oder was auch immer. Also ihr müsst da nicht unnötig mit viel Spritzspachtel drauf, um irgendwas zu schließen. Da wird euch dann der Steffen, weil zu dem geht das Teil dann, bezüglich Lackier und Lackiervorbereitung noch separat das erzählen. Ja, und wir haben uns gedacht, wir machen das dann einfach in Wagenfarbe, weil diese Wiederholungen, das ist ja das, was das Ganze auch ein bisschen unterstreicht. Ich denke mal, wenn man jetzt sagt, naja, schwarz, schwarz, dann würde ich sagen, fällt jetzt nicht so auf. Ne? Sagt man sich halt, ja, ne, ja gut, warum habt ihr den Spoiler nicht gleich so ausgeliefert, so ungefähr. Aber jetzt haben wir halt die Möglichkeit, wir lackieren in Wagenfarbe diesen Spoiler, haben hier das Schwarz-Hochglanz und machen das dann drunter und haben dann eine völlig andere Optik. Ja, wie immer, kurz, Probemontage habe ich eigentlich schon gemacht, hat soweit ganz gut gepasst. Ihr habt hier noch ein bisschen Variation, also ihr könnt noch ein bisschen vor, ein bisschen zurück, ein bisschen Spielraum gibt es da. Das solltet ihr dann beim Verkleben euch dann entsprechend festlegen, wie ihr das am besten oder am coolsten findet. Dann würde ich sagen, geht das ganze Ding jetzt weiter zum Steffen. Steffen wird sich schon freuen, das zu lackieren. So, da ist das gute Stück. Hat er doch eigentlich ganz geil lackiert, oder? Hier blenden wir euch auch gleich mal das Video nochmal ein, für alle, die es nicht gesehen haben, wie man unsere ABS-Kunststoffteile lackieren kann. Jetzt müssen wir die Oberfläche reinigen, weil hier muss nämlich das Klebeband drauf. Reinigungstuch. Also, wenn ihr dann die Variante in diesem Fall standardmäßig mit Nieten bekommen habt und ihr wollt auch kleben, dann einfach unser 3M Klebeband mit Primer. Das ist wichtig, weil bei diesen Verklebtechniken muss ein Primer vorher drauf nachbestellen. Das ist das ZB Brandy? 182. ZB 182. Breite. Genau, das ist auch das breitere Band hier. Ne? Hier auf der ganzen Rolle bei euch ist es ein bisschen weniger, reicht dann auch für euch. Ja, das breite Band, das bietet sich natürlich gut an, weil das hier ist die Klebefläche. So, und der Primer ist dann bei dem ZB 182 auch dabei. Wie gesagt, der muss drauf gemacht werden, dann hält das Ganze ein bisschen besser. So, und dann lassen wir das dann auch gleich ablüften. In der Zeit machen wir dann noch mit dem Surface Cleaner den Untergrund an dem Spoiler, wo das Ganze dran gemacht werden soll, sauber. So, hier seht ihr die Klebefläche und hier dann auch nochmal den Primer bitte auftragen. Auch hier kurz nochmal ablüften lassen. So, in der Zeit können wir uns den mal einmitteln.
So, und dann ist ja auch wichtig, wie ihr wisst, immer ordentlich die Karre nach oben drücken. So, wie ihr seht, in kürzester Zeit die Optik des Fahrzeugs wieder verändert. Das ist der Vorteil von diesen Add-on-Teilen. Erstens habt ihr Bicolore Möglichkeiten, also ihr könnt Wagenfarbe, Schwarz-Hochglanz, Wagenfarbe, wie auch immer. Ihr könnt hier Carbon kombinieren, wäre auch ziemlich geil. Matt-Carbon, Glanz-Carbon, hier haben wir die verschiedensten Sachen. Und ihr habt in kürzester Zeit eine völlig neue Optik. Eine Saison eben ohne dem Add-on fahren, nächste Saison wieder mit Add-on. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mal ein paar Kommentare da. Wie gesagt, die Add-ons gibt es auch für verschiedene andere Fahrzeuge. Schaut mal nach, und wenn es für euer Fahrzeug und für eure CSL keinen Add-on geben sollte, einfach in die Kommentare reinschreiben. Wir werden das in die Konstruktionsliste mit aufnehmen. Vielleicht gibt es es dann bald irgendwann. Im Übrigen ist auch das hier mit ABE. Habt da auch keinen Stress. Wichtig ist, dass das Kennzeichnungsetikett unten zu sehen ist. Also das nicht überlackieren. Also Likes, abonnieren und weiter unserem Kanal folgen. In diesem Sinne, bis bald. Ciao.